Ist mir egal. Okay. Müsste funktionieren, theoretisch. Denk an ein Lager. Ja, Lager haben wir hier unten zwei. Recht viel mehr produzieren wir am Anfang jetzt auch noch nicht. Es kann natürlich sein, dass wir mehr Lager brauchen. Sollte dem so sein, können wir hier oben immer wieder Zwischenlager reinpacken. Also wir hätten hier noch viel, viel Platz für Zwischenlagerei, um es dann runterzugeben, wenn es wirklich mal Druck auf diese Dinger kommt. Aber sind wir ehrlich, hier ist nie Druck drauf, weil wir so wenig produzieren in dieser ganzen Halle, dass alles zu spät ist. Genau, das dauert, Redbeard hat absolut recht, das dauert jetzt eine ganze Ecke, bis das soweit ist. Was ist eigentlich hier das Problem? Audio oder was? Haben wir wieder keine Künstler zugewiesen? Was ist mit mir? Meine Güte. Lass mal die armen Wuschis hier arbeiten. Achso. Das ist, glaube ich, ein anderes Problem, was hier ist. Das sind die Designer tatsächlich. Ja, okay. Das waren Künstler waren ein bisschen ambitioniert, hier reinzupacken. Aber ist egal. Die mittleren beiden Mainboard-Fertigungen sind nicht angeschlossen. Mainboard, das sind die Dinger hier. Du hast recht. Du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Das ist natürlich ein Problem. Aber das ist kein wirkliches Problem eigentlich. Jetzt ist richtig. Gut aufgepasst, Markus. Mensch. Ein Fuchs. So, das ist unsere Handyfertigung. Ausgelegt für bis zu 500.000 Smartphones pro Monat, die hier rauswackeln können. Ja, natürlich kann sein, dass irgendwo noch mal eine kleine Ergänzung ist. Vielleicht mal größer, mal kleiner. Müssen wir mal gucken. Theoretisch könnten wir hier noch was draufpacken und dann auf diese Lane noch in die Mainboard-Fertigung reindübbeln. Oder aber wir legen hier unten noch was rein. Keine Ahnung. Also wir haben auf jeden Fall Zeit noch. Meine Frage ist jetzt nur, das macht ja Drunken Donkey, ne? Das ist besonders gut, wenn dein Hauptmain-Projektmanager Drunken Donkey heißt, ja, der das Z-Phone herstellt. Ich weiß es nicht, ob Drunken Donkey da voll drin ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut machen wird. So wie alles bisher. Drunken Donkey hat sich als sehr, 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 sehr solider Arbeiter entwickelt. So. Zwei Maschinen. Ah, Markus hat das auch geschrieben. Also beide, es war ein Marcus-Einwand, ja. Alle beide haben das geschrieben, sehr schön. Nitram sagt, selber schuld, wenn du in die automatisierten Fabriken bauen willst, wie eine menschenfreundliche, ist das die Autonomalfabrik in Indien und China. Ach so, was? Bitte? So, pass auf, Herr der Zwerge 2 wird jetzt entwickelt. Also vielleicht. Also vorausgesetzt, die Nacht ist gleich rum. Ja. Entwickeln. So, jetzt geht's hier rund. Wir planen jetzt erstmal einen Hype zu generieren mit unseren Teams. Dann planen wir eine Presseversion noch nicht ganz. Da ist noch. Der Code ist schon fast fertig, Alter. Wir machen eine Presseversion. Jo, let's do it. Dann sind da Künstler drin? Ja, oder? Ja, die sind drin, aber sind irgendwie. Brauchen die Künstler gerade viel, viel länger für diese massiven Projekte? Also, wie gesagt. Das ist ein Erweiterungspaket. Ja. Herr der Zwerge 2, die blaue Verschwörung. Blau natürlich groß geschrieben, wegen Code Blue und so, ja. Ja. Solange er nicht wirklich betrunken ist. Ja, und solange er kein Esel ist. Haha. Weiß auch nicht. So, die keine, kein Release-Datum haben, die haben eins, ja. Veröffentlichung keine, ist natürlich Quatsch. Die gehen im März hier raus, sind aber tatsächlich noch in der Designphase. Da bin ich sehr irritiert dran. Und die sind auch in der Beta schon. Und die haben ja noch bis Mai 09. Also Zwerg City kommt echt noch. Das braucht einige Jahre, bis das durch ist. Ja. Und kein Kamel. Vielleicht auch kein Kamel, ja. Gut. Okay, wir haben hier beim Z-Store wieder mal eine Aktualisierung offen. Können wir mal schnell das kleines Update hinterher schieben. Und hier machen wir auch mal eine kleine Aktualisierung vom ZOS. Das können wir mal schnell durchjagen. Im Übrigen, wir müssen sofort ein Review mal reinhauen. Wir sind viel zu schnell für all das. Das geht so schnell. Das Ding können wir im Dezember veröffentlichen, so wie das aussieht.
Review. Also schauen wir mal, wo wir stehen. Warte mal, nee, Moment. Nee, nicht outsourcen will ich das. Ich will nicht unsere eigenen Leute fragen, ich will externe fragen. Wir hätten natürlich kostenneutral auch einfach Fala fragen können, die ja unser Tochterunternehmen sind, quasi. Ja, das ist doch schon mal ziemlich erstaunlich gut. So. Ja, wir hätten Fala fragen können, die sind ja unsere direkte Tochterunternehmen von uns. Und da ist es natürlich so, das hätte wahrscheinlich nichts gekostet. Bugs warten. Können wir natürlich auch machen. Wir müssen aber auch ehrlicherweise, und das ist eine Sache, die müssen wir unbedingt machen, wir müssen auch dran denken, dass wir dann drucken gehen. Ja? Oh. Es war fast fertig. Werben ist für mich einfach falsch. Ja, ich bin dafür nicht bereit. Ja, pass auf, wir machen das im Januar. Januar 05. Gehen wir raus. Jedes Mal passiert mir das. So, drucken. Lass mal hier Maximum. Dunkle Mottkeller wird noch ganz gut verkauft. Parzi-Kartoffel ist auch ganz okay. Lass mal 50.000 drucken hiervon. Und Parzis Erweiterung geben wir mal auf 50.000 runter. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Herr der Zwerge 1. Gehen wir mal auf 25, müsste jetzt besser sein. Okay, müssen wir mal gucken. Ja, wie viele Nutzer sind denn eigentlich noch auf Herr der Zwerge 2 drauf? 2,2 Mille? Was? Das wird immer besser. Die Herr der Zwerge 2 Geschichte ist hier absolut völlig am Ausrasten. Wir haben jetzt schon 95.000 Follower. Lass mal bitte nachdrucken. Blaue Verschwörung. 150.000. Wer hat das geschrieben? 300.000 hat Markus MBG geschrieben. Ich bin interessiert. So. Haben wir irgendwo was, was wir nicht decken können? Irgendwas war jetzt gerade, irgendjemand hat uns wieder beklaut. Irgend so ein Schwein. Okay, ZOS bleibt bei 200.000, damit das nie zu Ende wird. Wie schaut's da eigentlich aus? Nee, Abbruch. Ja, Info. Da, das läuft eigentlich ganz gut soweit. Wir können den Preis mal bei Zeiten anpassen, der ist mit Sicherheit zu teuer. Nö, das geht mit 99, also wir sind eigentlich ganz geil unterwegs hier. Wir sind auch guter Dinge. Solide. Musst du überhaupt debuggen? Ich glaub, weiß es ehrlicherweise nicht. Wir können aber trotzdem mal... Achso, wir brauchen wahrscheinlich länger, um unseren Pressebericht zu schreiben. Wir geben trotzdem mal ganz kurz eine Presseversion raus. Und gucken mal, was passiert. Jetzt bieten sie Spies bitte mit 94 Millionen dafür. Ihr seid doch nicht ganz dicht, Leute. Ich werde immer wahnsinnig. Jetzt gucken wir mal, ob da vielleicht irgendein Bug drinnen ist. Vielleicht haben wir irgendein... Alter! Wer hat 300.000 geschrieben? Wir haben noch nicht wirklich von Herr der Zwerge... Es sieht toll aus, hat alle neuen Vorzüge. Ey, die lieben das, obwohl es halt nicht fertig ist. Wer ist denn da gegangen? Okay, ein P-Sys-Programmierer. Okay, wir sollten vielleicht den Druck erhöhen leicht. Okay, die blaue... Warte mal ganz kurz. Die blaue Verschwörung, Maximum. Wie viel haben wir? 300.000? Gehen wir auf 300.000 hoch. Markus NBG hatte den richtigen Riecher, meine Lieben. Läuft doch, ja. Aus irgendeinem Grund ist... Alter Schwede... Können wir mal ganz kurz dem Marketing hier Priorität einräumen? Ich brauche mal ganz kurz schneller die Presseberichte dafür. Wir haben 1000% Follower-Gain.
Netzwerk baut EA mit seinem FIFA nach. Nee, dann würde ich jedes Jahr die gleiche Software rausbringen. Ey, ich meine natürlich leicht abge... Nein, ich meine natürlich komplett neue Software. Wir bringen tatsächlich Erweiterungspakete. Also bei uns wird ja noch erweitert hier. Warte mal kurz, ich will die Druckaufträge jetzt gerade ehrlicherweise nicht mehr sehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir die tatsächlich jetzt erstmal ausschöpfen. 500k. Wie viel Druck sollen wir machen, Leute? Mal ganz kurz. Und Andra, einen wunderschönen guten Abend dir. Hi. Wir haben natürlich hoffentlich genug Kapazität für all das. Aber ich glaube ja. Ja, es kriegen alle mehr Geld. Ich glaube, wir hauen jetzt gerade so richtig hart rein. 700.000, 1 Million. Alle. Ja, es kriegen alle mehr Geld. Pass auf. Die blaue Verschwörung könnte der nächste große Hit werden. Ich mache mal mindestens 500. Ne, komm, lass uns mal 800.000 Druckvorgänge hier starten. Das wird natürlich jetzt ordentlich die Drucker hier in Wallung bringen. Schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben die ganze Etage nur dafür. Wie viel haben wir jetzt? 700.000 Follower. Ich weiß nicht, ob jeder Follower eins kauft, aber die Wahrscheinlichkeit am Anfang ist sehr, sehr groß, dass das relativ übel wird. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Marketingmaschinerie läuft. Ja, hier laufen unsere ganzen Aufträge durch. Staut sich das schon? Ein bisschen. Ja, aber es wird schon geholt, ne? So, was haben wir hier noch? Hosting für LionOS 4. Ja, können wir auf den Hosting-Server packen. Kein Problem für uns. Wie schaut denn der Hosting-Server gerade aus eigentlich? 41% belastet. Ja, LionOS, als ob das irgendwas wäre. Ja, ich hätte das auch gerne noch zu Weihnachten rausgebracht, aber es dreht ja völlig durch alles. Ja, wir haben fast 800.000 Follower auf dem Ding drauf. Sehen wir heute eine Halle brennen, wenn die Druckerei glüht? Vielleicht. Ich denke, die Marketinggeschichte kriegen wir noch raus. Dann sprengen wir die 1 Million Follower. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, ey, Alter. Irgendeiner macht hier Wartung gerade. Follower. Wenn wir das im Januar... Ich habe das Problem, habe ich nicht, tatsächlich nicht überrissen, dass wir ja hier wahnsinnig viel Marketing-Leute haben. Ja, aber das Problem ist, die sind halt mit 1000 anderen Sachen beschäftigt. Die kommen schon vorwärts. Also ich denke mal, wenn wir sie so morgen, also nächste Woche, Tag 3 von 4 rausbekommen, dann kriegen wir noch die, also die, mal gucken, ne? Es kann auch natürlich auch sein, dass Herr der Zwerge 3 natürlich auch eine Entwicklung wert wäre. Müssen wir mal gucken, welches Projektteam dafür frei wäre. Müssen wir das über ein Projektteam laufen lassen und während, bis das rauskommt, einen DLC nach dem anderen raushauen. Die Millionen haben wir gleich. Hase, mal gucken, ob Z-Squad auch so wird. Nacht. Wir patchen das auf jeden Fall. Beziehungsweise unsere Projektmanager kümmern sich um den Support dann von allen DLCs, gerade so im Nachgang. Was können wir nicht decken? ZOS 3 und 2 können wir nicht mehr decken? Bitte? 2 und 3 waren das jetzt. Pass auf. ZOS 3 hat 1000. Dann machen wir mal 5000 hier an Kopien. Und ZOS 2 machen wir mal auf 1000. Das wollen immer noch Leute haben. Ich meine, klar, war ein Ordner. Also es ist ein geiles Programm. Aber, ja. Check ich nicht. Glückwunsch zu 1 Million. Ey, wir haben es geschafft, Leute. Da heib ich doch mal Fetzen rein. Okay, let's go. Okay, wir haben jetzt hier...
nicht. Das sind noch weiter Prio. Nee. Guten Abend, Gunnar. Grüß dich. Hi. Die Minen von Zaponia. Ja, finde ich auch schön. Finde ich auch schön. Herr der Zwerge 2 wird großartig. Das ist so die Gothic-Reihe von uns, ja. Wenn man so möchte. Was ist ein Herr der Zwerge 2 eigentlich? Ein Spiel? Wissen wir. Was für ein Spiel? Spiel-RPG. Tatsächlich ein RPG. Aber keine, aber wirklich ein Vollpreistitel. Kein Monatsabo, gar nichts. So, wir sind gleich durch. Müssen wir aber auch sein. Wir gehen jetzt schon den letzten Monat vor Release rein. Der Zwergtrack, der erste Kontakt. Auch schön, auch schön. So, pass auf, wir zünden jetzt gleich nochmal die Schubrakete, wenn das Ding hier fertig wird. Ich hoffe, das wird noch rechtzeitig fertig. Weil wir rennen immer noch mit über 100% Followergewinn rein. Warte mal kurz. Wenn wir das gerade machen. Herr der Zwerge 2. Hat 50.000. Das müsste reichen erstmal. Mal gucken. Alter, ich habe das in der Entwicklung abgebrochen und weiter vorangetrieben. Ist das die Erfolgsformel? Ist es das? Einfach überlegen, wir sind jetzt zur Hälfte fertig. Ach, lass raushauen. So, was ist jetzt das Problem? 2 und 3 immer noch? Why? Tatsächlich. Ja, wenn ihr es haben wollt. Okay. Raus mit der Veröffentlichung. Raus, raus, raus. Alle raus, alle raus. Okay. Die Entwicklung von Herr der Zwerge 2. Die blaue Verschwörung ist im Gange und ist top aktuell. Die Pressemitteilung enthält einige coole Videos und hat unsere volle Aufmerksamkeit. Es ist geplant für Januar 05. Allerdings, und zwar müssen wir jetzt gucken, dass wir den Boost noch reinkriegen. 1,3 Millionen, Leute, ich erhöhe den Druck. Wir gehen auf 1 Million. 1 Million Kopien werden wir vorrätig halten. So, mal gucken. 133% Follower Boost. 1,4 Millionen ist möglich. Ist möglich, Leute. Ja, da kamen noch ein paar. Der Nachtwechsel kommt. To the moon. Ja. So. 1,4 Millionen Follower haben wir geknackt. Wollen wir es rausdonnern? Oder lassen wir die Leute noch ein bisschen zappeln? Ja. Was ist denn jetzt schon wieder? 2 und 3 schon wieder? Immer noch? Was ist denn nur? Wieso kriegt denn das jetzt gerade so viel Hype? So, jetzt reicht's mir. 20k bei den alten Dingern. Hau raus, raus damit. Alles klar. Nicht top aktuell, aber immerhin okay, ne? Nicht top aktuell, aber geht so. Die Parzi-Kartoffel können wir abändern und lassen jetzt das hier doch laufen. Das Patent läuft im Übrigen mittlerweile schon ein bisschen besser, ne? Immer noch? Really? Keine Ahnung, warum. So ein Kamel, echt. Das habe ich doch immer alles beendet gehabt. Und auf null gedreht, weil wir wichtigere Druckaufträge hatten. Wir lassen das mal laufen, so. Ja, danke, Corbis. Dankeschön. Gerade selber gesehen noch. Die alten werden irgendwann einfach nicht mehr, oder sind nicht mehr interessant dann irgendwann, ne? Hosting können wir machen auf dem Hosting-Server, why not? Okay,
Dann werden wir jetzt Folgendes machen. Und zwar, wir gucken jetzt gerade mal. Hier, der Sackkarrenmann ist Entwicklung. Z-Squad. Was ist denn mit Z-Squad? Das soll im März rauskommen und ist in der Designphase. Nee, Quatsch. 08 kommt das raus. Das wird im März weiter wandern. Dann hätte er eigentlich hier, Wuckerls Team, langsam echt mal Kapazitäten, um Herr der Zwerge 3 zu machen. World of Zwerge. What's? Oh, warte mal. Die haben auch was rausgehauen. Ja. Wo? Drucken. Müssen wir sofort drucken. Da sind schon 50.000 vorrätig. Das ist okay für mich. Das ist wichtig. Ey, Raphael, danke schön für 145. Danke dir vielmals. Vielen lieben Dank dir. Haben wir das jetzt gemacht? Ja, ne? Ich mach sicherheitshalber nochmal. Wie sind die Details? Nee, warte mal, Moment, das war jetzt völlig falsch. Wo ist denn das jetzt? Z2D4, da oben ist es. Nee, das ist auch eins von den alten Dingern. Z2D5. Da ist es. Da ist es, okay. Das geht gut. Das hat fast 1 Million gemacht, ey. 1,8 gekostet. Passt, wunderbar. Z2D5 ist raus. Gott sei Dank, endlich ist es soweit. Z2D5 gehen wir auch gleich in den Port rein. Wir können das auch von Fala porten. Wir lassen das von Fala porten, na klar. So. Wir lassen das von Fala porten, why not? Aber warum wird denn das mir jetzt angezeigt? Ist doch Unsinn. Herr der Zwerge 1, können wir da auch einen Port machen? Ich lass Fala jetzt meinen ganzen Scheiß erledigen. Wir machen Folgendes, wir machen den Filter und sagen, ich will alles sehen, aber Ports halt nicht, ne? Ach nee, warte mal, andersrum muss das gehen. So will ich das. Dann sehe ich alles, aber die Ports halt einfach nicht. Da bin ich dabei, Leute. Meinetwegen können die damit auch ein bisschen brauchen. Da habe ich gar keine Bauchschmerzen mit. Ja, aber das lasse ich alles von Fala erledigen. Da sind die jetzt erstmal eine ganze Weile mit beschäftigt, fürchte ich. So. Die habe ich mal mit 50 Millionen ausgestattet. Das haben die auch schon gut abgearbeitet mittlerweile. Das reicht eigentlich so. Kann ich Frameworks aktualisieren eigentlich? Nee. Ja, ja. Kann ich das porten? Nein, ne? Alter Schwede, Gewinn 1,6 mittlerweile bei der blauen Verschwörung. Die Parzi-Kartoffel 21 Millionen, dunkle Modkeller 13 Millionen. Uff. Aber das ist echt gut geworden, ne? Qualität ist gut. Ja, gut, nicht hervorragend, aber gut. Wir machen die nächste Geschichte. So, was haben wir denn hier? Review. Alles sehr okay. Wer hat gekündigt? Avery, okay, das ist mir in Ordnung.
Okay, pass mal auf. Die ersten zwei haben nichts zu tun. Das ist mir in Ordnung erstmal. Für den Moment ist das okay. Die werden wir uns anschauen, wenn wir was brauchen. Wir machen jetzt trotzdem eigene Software. Wir gehen jetzt richtig in unser Ding rein. Und zwar Herr der Zwerge 2. Das ist schon ein paar Tage alt. Also nicht so schlimm alt, aber es ist schon ein bisschen älter. Erweiterungspaket? Ne, Game Expansion, pass auf. Herr der Zwerge 2. Was war das noch gleich? Wer wollte da ganz kurz noch Ideen reinbringen? Mal bitte alle Ideen, die Minen von Zaporia. Finde ich sehr cool. Finde ich sehr, sehr schön. So. Z2D. Tonprogramm, ist das unsere? Warum haben wir den 2D-Editor? Der ist doch frisch raus. Verstehe nicht. Nee, ich finde das eigentlich geil. Die Minen von Zaporia. Finde ich gut. Finde ich eine schöne Idee eigentlich. Ja. Schau mal, was ist denn hier, was wird denn hier gefragt? Wieder Musik, oder? Ja. Die wollen immer Musik mehr haben und neue Sachen auch so. 2D-Editor. Muss ich den InkStyles leider nehmen? Wahrscheinlich, weil die Hauptsoftware damit besteht. Da müssen wir echt auf jeden Fall gucken. Wir machen das so. Das bringt gar nichts. Das bringt auch nichts. Bringt auch nichts. Okay, alles klar. Alles klar. Die Minen von Zaporia sind als nächstes in Arbeit. Da werden wir auf jeden Fall auch gleich mal überlegen, ob wir nicht vielleicht dafür schon mal was vorbereiten sollen. Weil das war beim letzten Mal ein bisschen arg knapp und dann wollte ich das eben auch nicht mehr. Wir müssen dann bloß, wenn wir in die Entwicklung gehen und dann wirklich wissen, dass es dann weitergeht, müssen wir dann schauen, dass es dann läuft. Jetzt lass mal ganz kurz die Freunde hier einblenden. Das ist alles Fahler, was die hier machen. Okay, das interessiert mich also noch weniger. Keine Ahnung, wie lange die dafür brauchen. Ist mir auch egal. Sollen sie es machen? Das ist so ein Optional-Ding. Wer nicht auf ZOS 4 unterwegs ist, der hat halt einfach, ist mit seinem Leben einfach nicht korrekt. Ja? ZwergOS 4 ist quasi das Ding, was du haben musst, ob du willst oder nicht. Das ist das, was du haben musst. So, ganz kurz, wenn wir jetzt eh schon hier gerade unterwegs sind. Wir haben hier nochmal ein paar Sachen. Hier gibt es noch irgendjemanden, der hat 16 Millionen Anteil. Das kaufen wir natürlich auf. Da machen wir hier die Übernahme startklar. Machen daraus eine Niederlassung und geben ihnen mal 50 Millionen. So, dann sind die startklar. Dann haben wir Bruce haben wir fertig. Die machen Lion. Bald nicht mehr. okay. So, was haben wir bei euch noch? Das kaufen wir natürlich auch auf. Die Übernahme müssen wir uns überlegen. Was waren deren Produkte? InkStyles, naja. Kein Problem für uns. Nove, sind wir Anteile? Four, sind wir auch schon gut drinnen? Face, alter Schwede, hier gibt es wieder irgendwie die ganze Welt ist hier drin. Habe ich das jetzt verkauft, verdammte Axt? Nein! Mist, ich habe das versehentlich verkauft. Das wollte ich gar nicht. Mist, okay. Die machen Betriebssystem, Telefonbetriebssystem. Die kaufen wir auf, um den Markt einfach... Die machen wir auch platt. Die machen wir auch platt, weil den Markt wollen wir tatsächlich dann behalten. Mit dem Z-Store bekommt man alles. Das ist richtig. Z-Store ist so ein Universal-Ding am Ende, ne? Okay. Kommen wir jetzt mittlerweile mit den Druckaufträgen zurecht? Ich denke ja, ne? Gut, das läuft auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wann wir mit Herr der Zwerge 2 die Minen von Zaporia, wann wir rausgehen sollen.